So, ein ganz herzliches Hallo an dich da draußen vor dem Bildschirm. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und zwar möchte ich heute, wie angekündigt, mit dir über die endoskopisch gesteuerte segmentale Darmlavage sprechen, die ich jetzt, damit ich mich nicht mehr verhaspel, nur noch Darmlavage nennen werde. Ihr denkt euch einfach den kompletten Namen bitte immer mit, denn eigentlich ist eine Lavage was anderes. Diese Untersuchung, die ich heute beschreibe, hat eben tatsächlich den Namen endoskopisch gesteuerte segmentale Darmlavage. Ich werde kurz gleich erklären, was da eigentlich passiert. Und zwar als Hintergrund, ich war im Juni vergangenen Jahres, war ich im Waldkrankenhaus in Erlangen und habe mich eben dieser Untersuchung unterzogen. Und ja, ich wusste, dass die Ergebnisse dann eine ganze Weile brauchen. Die Sekretärin vom Chefarzt hatte mir schon angekündigt, das Ganze wird so 5, 6 Monate dauern. Und ich habe auch einen Klienten bei mir gehabt, der hat ebenfalls die Darmlavage machen lassen und der hat auch 6 Monate auf seine Ergebnisse gewartet. Natürlich kam jetzt immer wieder zwischendrin von euch mal so die Frage, Mensch, Thomas, was ist denn rausgekommen? Wie ist es dir denn ergangen? Nützt dir das Ganze was? Und viele wollen natürlich auch wissen, ob sich das Ganze für sie auch individuell lohnt, um ihre Beschwerden vielleicht besser in den Griff zu bekommen, weil man das Ganze auch privat bezahlen muss. Und da ist das Ganze natürlich interessant. Wie ist es mir dort ergangen? Um das Ganze besser einordnen zu können oder wirklich zu verstehen, was ich dort eigentlich gemacht habe und warum, ist es vielleicht ganz sinnvoll, auch meine Videos über das Krankenhaus Bonn zu schauen, also wo meine die Mastzellaktivität untersucht wurde und eben geschaut wurde, ja, da gibt es eine Mastzellüberaktivität, das ist auch vorher so vom Immunologen festgestellt worden. Dann auch die Frage, was ist die richtige Diagnose jetzt? Ist die Therapie die richtige? Also das kann euch nochmal helfen, unter Umständen das Ganze besser einzuordnen. Wie gesagt, im Juni war ich dort und der Kontakt vorher, das war eigentlich auch alles ganz cool. Das Krankenhaus, das Waldkrankenhaus, dort muss ich wirklich sagen, das war alles sehr angenehm, sowohl von den Örtlichkeiten als auch von der Betreuung. Das war alles sehr nett und sehr, ich sag mal, es war ein großer Unterschied zu Bonn, wo in Bonn doch schon alles etwas älter wirkte und auch die Betreuung nicht ganz so gut war. Man hat sich dort mehr gefühlt, ja. Also man hatte mehr so das klassische Krankenhausgefühl, Fließband, zack, schnell rein und wieder raus, hatte keinen richtigen Ansprechpartner. In Erlangen lief das deutlich professioneller, angenehmer, heller Warteraum. Die Leute gehen auf ihn ein, die Sekretärin schon, ein langes Gespräch dort mit dem Oberarzt vorher, wo man wirklich alle Fragen losgeworden ist. Ja, man hat dort ein Cappuccino gekriegt, Wasser, Obst, konnte vorher ordentlich essen. Das war sehr angenehm und professionell die Atmosphäre, sag ich mal. Und das ist nicht nur so, wenn man eben Selbstzahler ist. Als Privatpatient kann man die Untersuchung übernehmen lassen, sondern auch Patienten, die dort ganz normal ihre Untersuchungen eben haben machen lassen, die sind dort alle so behandelt worden. Und das fand ich wirklich toll. Also das war ein deutlicher Pluspunkt. Auch wie gesagt, das lange Vorgespräch, wo ich viele Fragen losgeworden bin. Und auch die Kompetenz dort der Ärzte, Oberärzte und des Chefarztes, die sich wirklich auf dem Gebiet Mastzellen, Nahrungsmittelallergie, Reizdarmsyndrom tatsächlich sehr gut auskennen. Also man kann dort wirklich fast jede Frage unterkriegen und die nehmen sich auch sehr viel Zeit. Ich habe dann hinterher, als ich die Rechnung bekommen habe, habe ich dann gesehen, wie viel eigentlich da anberaumt war. Also die, keine Ahnung, die 20 € oder 30 €, die dort berechnet hatten. Weil die müssen natürlich nach der ärztlichen Gebührenordnung gehen. Für die 20 Minuten, da waren die deutlich drüber. Also die haben sich die drei- oder vierfache Zeit da für mich genommen, für das, was sie eigentlich bezahlt gekriegt haben. Also da ganz großes Lob, das war wirklich sehr professionell. Was passiert dann eigentlich? Die segmentale Darmlavage wird während einer Darmspiegelung gemacht. Also bei mir hat das so funktioniert, ich habe mir eine Überweisung geholt. Das war so ein bisschen ein Problem. Man kriegt manchmal die Sekretärin erst schwer ans Telefon. Die Kommunikation vorher war da so ein bisschen schleppend. Also wo ich unten war, das war perfekt. Aber vorher hatte ich extra nochmal angerufen, hatte gefragt, was muss ich mitbringen? Brauche ich eine Überweisung? Nein, war die Auskunft, die brauchen Sie nicht. Das müssen Sie ja sowieso selber bezahlen. Und dann war das für mich auch so in Ordnung. Und dann unten hat mir aber dann der Oberarzt im Vorgespräch gesagt, warum haben Sie denn keine Überweisung mit für die Darmspiegelung? So, dann ist es so, dann hätte ich, bekommt man die Darmspiegelung quasi erstattet von der Krankenkasse
muss nur der Hausarzt draufschreiben, ja, Darmspiegelung, Kontrolle, was auch immer. Bei mir standen drauf Mastzellaktivität, Fragezeichen und noch irgendwas. So, und dann konnte das Krankenhaus in Erlangen dann quasi diese Darmspiegelung abrechnen, die Biopsien. Da wurde eben nochmal eine normale Darmspiegelung gemacht. Die Mastzellen wurden sich angeschaut. Und während dieser Darmspiegelung, während ich da schön geschlummert habe, das ist ja heutzutage alles ganz entspannt, da wird diese Darmlavage gemacht. Das bedeutet, die Lavage, es wird der Darm ausgespült an drei verschiedenen Stellen des Darms. Das beginnt oben im terminalen Ileum, also dem Stück Dünndarm nach der Iozykalklappe. Dann wird das Darmwasser abgesaugt und mitgenommen. Das bedeutet, dieser Allergietest, das ist auch sicher, denn es findet nicht direkt im Darm statt. Das war so eine Frage von einigen von euch. Mensch, ist das nicht saugefährlich, wenn die dann im Darm die Allergene aufbringen? So funktioniert das Ganze nicht. Also ihr habt da überhaupt nichts zu befürchten. Die Risiken sind die klassischen, wie bei jeder Darmspiegelung eben, dass zum Beispiel Gewebe verletzt werden kann, solche Sachen, Überreaktionen auf die Beruhigungsmittel oder auf das Schlafmittel, sowas. Dann wird eben an drei Stellen eben Darmwasser sozusagen das Ganze, ja, um da einen Einblick auf das lokale Immunsystem zu bekommen, das wird abgesaugt und dann außerhalb des Darmes im Labor eben mit den Allergenen in Verbindung gebracht. Und man kann konkret anhand des Immunsystems nachweisen, anhand verschiedener Mediatoren, unter anderem des Immunglobulin E und des eosinophilen kationischen Proteins ECP, kann man nachweisen, wie das Immunsystem eben auf diese Allergene direkt im Darm und an verschiedenen Stellen des Darms reagiert. Also es ist wirklich genial, wenn man sich das Ganze schon bloß so vorstellt, wie das funktioniert. Super Sache. In den Studien, ich fand das ein bisschen schade. Normalerweise wird eigentlich noch die Tryptase, also in den Studien war das immer so, wurde noch die Tryptase mitbestimmt, TNF-Alpha. Kann man mit den Ärzten dort reden, muss man dann entsprechend mehr bezahlen. Aber da ist vieles möglich, weil man es eben sowieso selber bezahlen muss. Und dann wird geschaut, kann man vorher schon ein bisschen mit den Ärzten absprechen, in welche Richtung, welche Allergene man testen möchte. Leider gibt es eine Beschränkung. Ich hätte gern noch einige Allergene mehr testen lassen. Bei mir waren es jetzt, ich glaube, 10 Stück oder 12 Stück. Und da hätte ich gern noch mehr testen lassen, aber da gab es eine Beschränkung aufgrund der Gebührenordnung. So, grundsätzlich ist es aber so, hat mir der Oberarzt gesagt, wenn ich jetzt Allergene nachbestimmen lassen will, dann ist das jetzt möglich. Also eigentlich werden die Proben aufgehoben. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, dann testen wir doch bitte nochmal Huhn und was auch immer, was mir jetzt noch so einfällt. Sehr schön fand ich eigentlich an der Auswahl der Allergene, die möglich war, dass eben auch solche Dinge getestet werden konnten wie Reis. Dass man wirklich sagen könnte, okay, das war mir besonders wichtig. Nicht, dass man Lebensmittel, die man als komplett unproblematisch, weil im Normalfall hypoallergen betrachtet, dass die vielleicht Probleme machen und man sich bei der Therapie tatsächlich vielleicht täglich oder regelmäßig zumindest schädigt. So, warum bin ich überhaupt auf die Idee gekommen? Bei mir ist tatsächlich der Fall, dass einige Hinweise auf ein allergisches Geschehen vorliegen. Unter anderem habe ich immer ein relativ stark erhöhtes Gesamt-IgE, also das Immunglobulin E, also eine Allergie vom Soforttyp, darauf deutet das hin. Aber es wurde nie ein spezifisches IgE auf irgendein Lebensmittel gefunden und auch keine andere Allergie, die das erklären können. Infektionen wurden ebenfalls ausgeschlossen. So dass man sagen könnte, okay, da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Und natürlich lassen alle meine anderen Symptome, die ich so hatte über die Jahre, vor allen Dingen auf eine Nahrungsmittelallergie schließen. Meine Vermutung war eigentlich immer, weil ich weiß, ich habe Probleme auf jeden Fall mit glutenhaltigen Getreidesorten, Weizen, Roggen, das was in die Richtung rauskommt. Und um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, das Ganze ist dann tatsächlich auch so, also das lange Warten war ziemlich nervig. Ich habe dann natürlich gehofft, nein, Schluss, jetzt könnte das langsam losgehen, aber ich bin ja darauf vorbereitet worden und dann war das auch in Ordnung. Ende November kamen dann die Ergebnisse und ergeben hat sich tatsächlich unüberraschend für mich Weizen und Roggen und überraschend für mich, also dass dort eher ja, moderate Reaktionen, eine starke Reaktion auf Mais. Und moderate Reaktionen auf Schweine- und Rindfleisch. Das war für mich auch relativ überraschend. Und ja, für mich eigentlich
Genial, diese Sache. Auf der anderen Seite wurde noch ja, ein Entzündungsgeschehen gefunden. Diagnose wurde dann gestellt als allergische Enterokolitis. Also die Diagnose wurde abgeändert mit sekundärer Mastzellaktivierung. Also die Erklärung, warum die Mastzellen bei mir aus dem Ruder gelaufen sind, wäre sehr wahrscheinlich, dass das eben über dieses allergische Geschehen geht, über diese Enterokolitis, die dann dort entstanden ist. Und mit dem Mais, das war tatsächlich für mich auch so Medikation, um das auch noch vorwegzunehmen, die bleibt übrigens dieselbe. Also es ist genau dasselbe wie bei der Mastzellaktivierung. Chromoglyzinsäure, Rupafin, Ranitidin, Vitamin C. Ja, und dann gab es, ich glaube, noch so zwei oder drei Notfallmedikamente dazu, die ich halt bei Bedarf nehmen kann. Aber eigentlich ist die Therapie so ziemlich gleich geblieben, nur mit einer anderen Diagnosestellung. Ja, für mich besonders relevant war aber auf jeden Fall der Mais beziehungsweise auch das Fleisch, denn das waren Produkte, die ich auch regelmäßig verzehrt habe. Mais vor allen Dingen im Rahmen, weil ich eben auf Gluten verzichtet habe, im Rahmen glutenfreier Produkte. Also alle möglichen Backwaren, Brot, Nudeln, Brötchen natürlich, auch mal so Süßkram irgendwie, wenn man mal so Muffins gegessen hat oder so, da war überall Mais enthalten. Und für mich war dann auch schon dieser Zusammenhang, das war ganz interessant. Oft ging es mir so zu Feiertagen oder im Urlaub eben schlechter. Und das sind genau diese Tage, wo ich eben auf diese Fertigprodukte auch zurückgreife. Im Urlaub dann mal schnell Brötchen oder wenn wir Radtour gemacht haben, eben glutenfreies Brot. Und da war eben sehr häufig der Mais enthalten. So, deswegen für mich hat sich das definitiv gelohnt. Und einige von euch, ich weiß, die fragen immer, Thomas, wie ist es denn mit dem Preis? So, die eigentlich wollen die nicht so unbedingt, dass man den Preis nennt. Und bei meinem anderen Klienten, der musste auch versprechen, dass er es nicht sagt. Und da wird immer so ein kleines Geheimnis drum gemacht, was ich eigentlich nicht so ganz nachvollziehen kann, muss ich sagen. Denn ich hoffe, dass das für jeden Patienten auch ähnlich ist. Und ja, da fällt mir übrigens gerade ein, ich überlege schon die ganze Zeit, wann König Ottokar II. Von Böhmen eigentlich Zittau umritten hat. Wo dann die Stadtmauer gebaut wurde, in welchem Jahr, fällt mir irgendwann wieder ein. Aber ja, hat jetzt auch nicht direkt mit dem Thema zu tun. Aber falls irgendeiner von euch da auf die Idee kommt, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach ja, wegen dem, was ich bezahlt habe. Und ja, es ist eine größere Summe auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn ihr privat versichert seid, wird das im Normalfall auch übernommen. Sinnvoll ist es, sich vorher die Überweisung zu holen, dass die Darmspiegelung, dass das wenigstens erstattet wird, dann drückt das den Preis natürlich entsprechend, weil das käme sonst noch obendrauf. Ich glaube, 100 € oder 150 € waren noch ein Test, da habe ich mir noch die Darmbarriere testen lassen, während der Spiegelung und da war auch alles in Ordnung. So, also die Studienergebnisse, die es bisher zur segmentalen Darmlavage gibt, die sind wirklich sehr überzeugend. Das Ganze ist sehr spezifisch und auch sensitiv. Das bedeutet, wenn man Patienten hat, bei denen eben eine Nahrungsmittelallergie nachgewiesen wurde und das Ganze auch im Provokationstest und also mit einer Doppelblindmethode im Provokationstest nachgewiesen wurde, dann können wir das auch sehr sensibel mit der Darmlavage so bestätigen. Und natürlich ist das, kriegt man einen deutlicheren Kompass. Also es wurde getestet Milchprotein, Soja, Ei, verschiedene Fleischsorten, Reis, Weizen, was war noch dabei? Lupine, ich glaube. Ja, also es ist halt so ein Pool. Und wie gesagt, den könnt ihr auch so ein Stück weit mitgestalten, beziehungsweise auch nachbestimmen lassen. Und das Spannende, wie gesagt, diese Dinge, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Und eine Nahrungsmittelallergie verschlimmert sich über die Zeit. Und das bedeutet, oft ist es so, dass eben wie bei mir das Immunglobulin E eben nachweisbar ist, also das Gesamt-IgE, aber kein spezifisches IgE im Blut noch nicht. Das könnte später der Fall sein. Es gibt eine sehr interessante Präsentation von Professor Reitl, das ist der Chefarzt dort unten. Übrigens mit einer der Experten auf dem Gebiet auch der Mastzellen. Also mit dem könnt ihr definitiv da auch über dieses ganze Thema sprechen. Wäre jetzt für mich persönlich, also Erlangen wäre für mich jetzt persönlich eher ein Ansprechpartner als Bonn. Bonn hatte eben den Ruf,
aufgrund eben von Professor Moldering etc. damals gekriegt. Aber so wie es heute läuft und dadurch, dass die Internisten und Gastroenterologen dort mir gegenüber selber so ein bisschen zugegeben haben, ja, dass sie eigentlich nur noch die ausführende Stelle sind und das eigentlich nur noch so ein bisschen mitmachen, Erlangen war da deutlich, also die Ärzte in Erlangen waren dort deutlich kompetenter. Wäre meine erste Wahl, vor allen Dingen, wenn man auch so ein bisschen, für mich war es auch der nähere Weg, aber ich hatte es nicht als erstes auf dem Schirm, sondern habe natürlich wie viele andere zuerst an Bonn gedacht. Heute würde ich zuerst empfehlen, nach Erlangen zu fahren. So, da gibt es eine sehr interessante Präsentation eben von Professor Reitl, wo er das ganze Thema so ein bisschen vorstellt. Da geht er auf die Nahrungsmittelallergien ein, auf die gastrointestinal vermittelten. Und dort wird auch sehr eindrücklich geschildert, dass man das Ganze, ja, das klingt so ein bisschen Nahrungsmittelallergie, das klingt so als, ja, man isst was und kriegt ein bisschen Durchfall. Aber dort werden teilweise heftige systemische Symptome geschildert, eben auch Blutdruckabfall, Herzrasen, Übelkeit, Erbrechen, bis zur Synkope, also bis dass die Leute einfach umkippen. Und das bei einer relativ, ja, also wo man eher gedacht hat von der Lavage, das ist noch, hält sich alles noch in Grenzen, das ist so eine mittlere Sensibilisierung, das ist noch nicht zu krass. So, also tatsächlich auch diese ganze Bandbreite der Mastzellaktivierung, also was wir so im Rahmen des MCAS sehen, das finden wir eben auch bei dieser gastrointestinal vermittelten Nahrungsmittelallergie. Und es scheinen sehr viele Patienten, vor allen Dingen mit Darmerkrankungen, egal ob jetzt Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarmsyndrom, eben tatsächlich unter diesen Nahrungsmittelallergien zu leiden. Und wenn man die testet und herausfindet und dann natürlich konsequent meidet und noch medikamentös was macht, dann kann man den Verlauf der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen tatsächlich sehr günstig beeinflussen. Das Reizdarmsyndrom oder die Symptome des Reizdarms tatsächlich auch lindern bzw. komplett reversibel machen, also eigentlich den Patienten in Remission bringen, so dass er erstmal keine Beschwerden mehr hat. Und das ist natürlich großartig. Was ebenfalls, das werde ich ebenfalls mit in die Beschreibung packen. Es gibt auch noch ein interessantes Interview mit Professor Reitl, wo er eben auf diese Beziehung oder wo er zur Beziehung von Mastzellen und dem Reizdarmsyndrom befragt wird und eben auch verlautbaren lässt, da eben erklärt, was haben die Mastzellen für eine Wirkung, warum spielt das beim Reizdarm so eine Rolle und eben auf die Behandlung mit der Chromoglyzinsäure eingeht. Und das Spannendste oder Coolste eigentlich an diesem Interview ist, dass die Chromoglyzinsäure die dauerhafte Behandlung über 3 Jahre, als er sagt, vermutlich ist es dann tatsächlich so, dass nach 2 bis 3 Jahren, wenn die Mastzellen ihre Mediatorausschüttung normalisiert haben, dass dann eigentlich kein Reizdarmsyndrom mehr vorliegt und dass man auch nicht mehr auf die Supplementation der Chromoglyzinsäure angewiesen ist. Also dort kann man tatsächlich dann von einer Heilung sprechen, was natürlich absolut genial ist. So, hinterher muss ich sagen, Erlangen war eine wirklich sehr positive Erfahrung. Manchmal ist es, wie gesagt, ein bisschen schwierig mit der Kommunikation außerhalb. Wenn man dann einmal dort ist, ist alles super. Vielleicht muss man da auch einfach ein bisschen, ja, hartnäckiger oder vielleicht auch manchmal ein bisschen dringlicher auftreten, als ich das mache. Könnte ich mir vorstellen, dass das auch funktionieren könnte. Ansonsten bin ich jetzt gespannt. Ich soll Mitte dieses Jahres, jetzt 2019, soll ich nochmal zur Nachkontrolle kommen. Was wir da nochmal alles besprechen können. Erlangen ist auch sehr fit, was diese ganze Geschichten, sowas wie Salicylatintoleranz und sowas angeht. Also ich kann das Ganze nur empfehlen. Und vor allen Dingen, wenn man da so ein bisschen sich auf die sichere Seite begeben will, und ohnehin schon da drin steckt, also vermutet, dass in Richtung Mastzellaktivierung, Allergie, dass da irgendwas vorhanden ist, dann kann ich Erlangen eigentlich wirklich nur jedem ans Herz legen und das Geld, was ich dort investiert habe, wie war das nochmal mit König Ottokar II., das würde ich definitiv auch wieder so investieren. Also das war es mir auf jeden Fall wert. So, ich weiß, dass wenn ich mit manchen Leuten darüber geredet habe, die haben gesagt, ja, was, so viel Geld dort und gibt es das denn nicht irgendwie über die Kasse und so weiter. Das wird noch kommen. Die Studien, wie gesagt, die sind schon da und die sind auch wirklich eigentlich gut. Es gibt eine schöne
Eine schöne Doktorarbeit gibt es inzwischen auch dazu und noch einen schönen Übersichtsartikel, den werde ich ebenfalls unten reinpacken. Also ihr seht, ihr habt dann definitiv genug zu lesen und ich denke, dass man mit diesen Dingen sehr viel weiterkommt als mit so einer klassischen Allergietestung. Aber das möchte ich jetzt noch so als Abschluss, weil das, wie gesagt, das war jetzt ein sehr positives Resümee von meiner Seite. Ich würde als Abschluss aber noch so ein kleines Aber einbauen. Ihr müsst halt auch damit rechnen. So ging es meinem, ja, jemanden, der als Klient mal bei mir war. Der war ebenfalls dort zu dieser segmentalen Darmlavage und hat eben, also hat ungefähr so viel Geld bezahlt wie ich. Fast dasselbe und es kam halt überhaupt nichts raus. Also er hat auf nichts negativ reagiert. Ist natürlich auch ein Ergebnis, dass man erstmal sagen kann, okay, ja, scheint kein Problem mit einer Nahrungsmittelallergie zu sein. Aber er hat natürlich gehofft, irgendwie, jetzt kommt was raus, ich meide jetzt einfach Weizen und Milch und mir geht es deutlich besser. So, zu mir noch ganz kurz, ich werde jetzt weiter eben, wie gesagt, diese Basismedikation nehmen, um eben diese Colitis weiter runterzufahren und natürlich Mais und Co. meiden wie der Teufel das Weihwasser, um das Ganze nicht ja, weiter aufzureizen. Im Übrigen habe ich den Test schon gemacht. Man sollte es natürlich nicht eigentlich zu Hause, weil es halt auch wirklich gefährlich sein kann. Aber wie ich halt so bin, habe ich das trotzdem ausprobiert und ich habe etwas mit Mais zu mir genommen und tatsächlich konnte ich dann darauf warten. Innerhalb relativ kurzer Zeit hatte ich dann auch wirklich Beschwerden, die ich klar zuordnen konnte, wo ich vorher nie einen Zusammenhang gezogen habe. Da habe ich immer gedacht, okay, das mit dem, dass das im Urlaub kommt oder so, ist ja klar, du bist jetzt hier mit deiner Mastzellerkrankung 7 Tage Fahrrad gefahren bei 30 Grad. Das war eben die körperliche Belastung und so weiter. Aber es scheint doch an diesem Lebensmittel gelegen zu haben. Und das gibt mir eine, ja, eine klarere Spur jetzt letztendlich vor, wie ich weiter an mir und meiner Gesundheit arbeiten kann. So, falls ihr irgendwelche Fragen dazu habt zur Darmlavage, schreibt es mir in die Kommentare oder ja, eine E-Mail, was auch immer. Das soll es erstmal wieder gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.